Ja, Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es sich um die Firma Tunze. Die ist an mich herangetreten und hat gefragt, könntest du nicht mal unseren neuen Smart Controller 7000 vorstellen? Und da habe ich gesagt, ja, hört sich interessant an. Was kann er denn alles? Da gehen wir jetzt mal nicht genau drauf ein, aber wir können Pumpen steuern, wir können Lampen steuern, wir können Ventilatoren steuern, Magnetventile und Schaltsteckdosen etc. Das ist alles mit diesem Gerät möglich. So, jetzt haben wir eine kleine Auswahl hier hinten stehen an Material, was ich damit steuern möchte und auch dauerhaft werde. Das ist einmal Strömung, das ist einmal Belüftung bzw. ja, der Ventilator, der Aquavind. Den habe ich auch momentan da hinten schon im Einsatz. Und zum Zweiten möchte ich pH-Steuerung darüber machen. So, das ist der Hintergrund von dem Material, was da steht. Unter anderem steht da auch der Osmolator 3, der gehört aber jetzt nicht in die steuerbare Kategorie. Und den werde ich euch aber auch noch separat vorstellen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, erstmal ein Kaffee. Und wir legen im Endeffekt auch mal direkt los. Es wird so sein, ich werde erstmal die einzelnen Sachen vorstellen, also sprich den Aquavind, die Pumpen, Schaltsteckdosen mache ich mit beim Smart Controller und irgendwann gehen wir dann ans Eingemachte beim Smart Controller und heute fangen wir tatsächlich erstmal mit der Strömung an. So, jetzt habe ich hier zwei Tunze 6095 drin verbaut. Das sind ja schon Pumpen mit White Flow, also weit geöffneter Strömungsöffnung bzw. Wasserstrahlöffnung, die einen weicheren Wasserstrahl im Endeffekt generieren. Im Vergleich zu den normalen Tobellen, die wir kennen, ist es tatsächlich so, dass es sehr viel weicher ist. Also das ist Fakt. So, ich hätte das Ganze aber ganz gerne noch ein bisschen weiter gefächert. Und da kommt jetzt die 6105 unter anderem ins Spiel, die ich hier hinten auch schon verbaut habe und die tatsächlich einige Eigenschaften hat, die mir extrem gut gefallen. Das hier ist im Endeffekt die 6095. Ich habe sie hier mal gestern schon ausgebaut, weil ich gestern da schon die erste verbaut habe. Das ist die 6095 mit der Halterung von der Ocean Motion. Und tatsächlich, ihr seht hier vorne, das ist schon relativ groß, wie wir es jetzt tatsächlich kennen. Diese White Flow ist schon sehr geil. Hat auch einen guten Job gemacht hier, kann ich mich also nicht genug drüber beschweren. Das ist also nicht der Grund, warum ich es unter anderem austausche. Aber tatsächlich größere Pumpen mit größeren Propellern und größeren Auslässen haben natürlich ein weitaus größeres Potenzial, an weichere Strömung zu produzieren. Und das ist unter anderem ein Grund, warum ich hier zur 6105 Ja gesagt habe. So, es gibt aber noch einen Grund und das ist dieses Eco, was hier steht. Zum Vergleich. Die 6095 hat eine Stromaufnahme von, lasst mich nicht lügen, ich glaube 5 bis 21 Watt. Bei einer Strömungsleistung von, glaube ich, 2000 bis 9500 Liter. So, das heißt, maximal drückt da hinten diese Pumpe 9500 Liter in einem, ich sage jetzt mal, White Flow Modus, der schon nicht schlecht ist. Und ihr seht da hinten die Glabreskens, die werden schön hin und her gewirbelt. Das ist schon okay. Jetzt kommen wir hierzu. Das ist im Prinzip tatsächlich ein Quantensprung. Wir haben hier eine Pumpe, die natürlich, ich sage jetzt mal, ein kleines bisschen größer ist, weil der Vergleich, seht ihr gleich hier nochmal genau, zwischen der 6105 und der 6095 ist schon eklatant. Also es ist schon ein richtiger Größenunterschied. Aber, und jetzt kommt das Aber, hier diese Pumpe schafft tatsächlich bis zu 12.000 Liter. Von 2.000 bis 12.000 war es, glaube ich. Also es waren von 3.000 bis 9.000, genau. So war es. Und bei diesen 12.000 Liter, die diese Pumpe schafft,
hat sie gerade mal eine Stromaufnahme von 11 Watt. Das heißt, sie braucht weniger wie 1 Watt, um 1000 Liter Strömungsleistung zu generieren. So, wenn ich jetzt hier meinetwegen 6 oder 7000 Liter einstelle und zwei Pumpen davon am Laufen habe, bin ich sehr viel günstiger, als wenn ich die 6095 einsetze. So, das ist schon mal Fakt. Wir haben aber auch gleichzeitig die Problematik, wir müssen natürlich dafür auch Platz haben. Ja, die Pumpe ist geeignet für Becken von 200 Liter bis 2000 Liter. Und sie kann Strecken überbrücken von bis zu 2 Meter. Also für Becken von bis zu 2 Meter geeignet. Das hier sind 1,85 Meter, also ausreichend. Und ich würde mal sagen, wir packen das Ganze hier mal kurz eben aus, damit ihr seht, wovon ich überhaupt rede, was machbar ist und wie es machbar ist. Mal aus. Ist kein großes Hexenwerk. Wir kennen im Prinzip, was Tunze da so alles reinpackt, aber es gibt auch ein paar Besonderheiten. So, als erstes haben wir einen zweiten Aufsatz für die Pumpe. Dann haben wir hier einmal das Netzteil, dann ein Klebepad, ein Schutzgitter und wie ihr seht, hier sind die ganzen Sachen definitiv sauber verpackt in Pappe. Das heißt also, die Firma Tunse geht vom Verpackungsmaterial her weg vom Plastik. Auch sehr löblich, da ist natürlich das Thema Eco auch recht groß drin. Dann haben wir den Controller und am Controller hängend natürlich die Pumpe. So, die muss ich jetzt mal hier vorsichtig rausholen. So. Da gehören eigentlich noch Bedienungsanleitungen und Garantiekarte und Prüfkarte dazu. Die habe ich schon aus diesem Karton hier rausgeholt. Blende ich euch mal eben kurz mit ein. Weil ich mir das ja hier schon alles nochmal zusätzlich angeguckt habe. Das ist erstmal das, was wir bekommen. So. Und ihr seht, das ist schon nicht gerade wenig und nicht gerade klein. So. Ich habe das Ganze hier mal ein bisschen ausgebreitet, damit wir uns das was etwas genauer anschauen können. Einmal das Mäuschen weg. Die 6095, hier mal als Beispiel, hat dann auch ein Schutzgitter vorne drauf, was aufsteckbar ist. Und so sieht das im Prinzip aus da drin. Und zum Vergleich, Whiteflow-Aufsatz 6105. Wir haben hier größere Einlässe, um mehr Wasser reinziehen zu können oder leichter reinziehen zu können. Und wir haben einen sehr schönen großen Auslass. Dieser sehr schöne große Auslass muss im Endeffekt aber auch geschützt werden. Dafür ist dieses Schutzgitter da. Der lässt sich auf dem kleinen Aufsatz und auf dem großen Aufsatz verbauen. So, jetzt haben wir hier noch den zweiten Pumpenkopf, sage ich mal. Nicht Pumpenkopf, sondern Pumpenkorb. Der etwas, ja, ich sag mal, nach dem älteren Prinzip gebaut ist, also gerichtetere Strömungen bringen wird, kleinere Einlässe und der Auslass an sich ist sehr viel kleiner. Hat im Endeffekt dann den Effekt, dass diese Pumpe einen gerichteteren, härteren Strahl bringen kann über eine größere Entfernung. So, White Flow ist ganz einfach, es wird in die Breite im Prinzip gedrückt und irgendwann verliert sich das. Das heißt, ich vermute mal, dass wir so auf 1,50 Meter, 1,60 Meter kommen im Wideflow-Modus. Und mit diesem Aufsatz kommen wir dann auch über die 2 Meter, wenn wir tatsächlich eine Konfiguration haben, dass wir bis auf 2 Meter kommen müssen. Das heißt, wenn ich Pumpen nur an einer Seite montieren möchte, weil ich vielleicht einen Raumteiler oder sowas habe, dann müssen die auch in der Lage sein, die Strecke tatsächlich bei voller Leistung überbrücken zu können. So, jetzt muss man sich das nochmal eben kurz auf der Zunge zergehen lassen. Diese süße kleine Pumpe hier schafft 9500 Liter und verbraucht dabei 21 Watt. Diese Riesenpumpe hier schafft 12.000 Liter und verbraucht dabei gerade mal 11 Watt. Also, das sind pauschal 10 Watt weniger bei weitaus mehr Leistung.
So. Wie schafft die das? Die schafft das natürlich einerseits dadurch, dass der Motor und der Motorblock selber optimiert wurde. Aber hier drin sitzt natürlich auch ein entsprechendes Rad, was ich euch jetzt mal etwas näher zeigen möchte. Beziehungsweise ein Propeller. Es ist Propellertechnologie. Und ihr seht schon, das ist ein Unterschied. Ich mache die andere auch mal auf. Wenn ich sie nicht... Wenn die dann einmal eingerastet sind, dann sind die wirklich fest. Aber das sollen sie ja auch. So. Ich hole die beiden mal raus und zeige euch die mal. Das ist, ich sage es mal, der Standardpropeller, den ich jetzt mal ganz doof gesagt aus dem Motor, aus dem Boot Motorsport her kenne. So sieht ein Propeller aus. So kennen wir den. So, und das hier ist entwickelte Technologie, wo ich sage, das, da steckt schon ein bisschen mehr Know-how hinter. Das ist auch definitiv, ich sage es mal, hydrodynamisch anders entwickelt als wie dieser Propeller hier. Und dieser schöne, schön geformte Propeller bringt tatsächlich dann auch die Leistung rüber, die wir haben wollen. Ja, also effizienter ist sie, andere Propellertechnologie. Somit mehr Leistung durch den angepassten Propeller. Das ist im Prinzip genauso wie wirklich im Schiffbau. Wenn man sich das mal anschaut, hier die großen Schiffe, die haben im Prinzip ein Strömungsbild. Dieses Strömungsbild wird analysiert und dann wird gesagt, okay, wir müssen den Propeller so und so anlegen, damit wir die maximale Leistung aus einer Umdrehung im Endeffekt herauskriegen. Das ist im Prinzip hier genauso gemacht worden. So. Wie gesagt, ich nutze den hier, der Aufsatz, den setze ich mal eben kurz auf, damit ihr seht, wie der Unterschied ist, ohne den jetzt fest zu verklicken. So schaut es dann aus, dann wirkt die etwas kompakter, so wie wir sie kennen, dann ist die auch von der Optik her nicht mehr ganz so groß, das ist richtig, aber tatsächlich ein Größenunterschied ist es halt, wird tatsächlich nur von der Optik, weil wir halt durch den White Flow Korb hier, ich sag mal, eine bessere Einsicht haben, das ist halt tatsächlich optische Täuschung. Aber ich brauche sie hier tatsächlich, weil ich auch im White Flow Bereich arbeite. Hier hinten auf der rechten Seite die Pumpe, beziehungsweise linke Seite für euch, die Pumpe sitzt relativ nah an den Korallen dran und den Korallen macht es tatsächlich nichts. So, damit aber auch keiner da reinschwimmen kann, gibt es hier dieses süße Gitterchen und da muss man ein kleines bisschen, das ist etwas Fummelarbeit, bisschen aufpassen, dass alle vier Öffnungen da unten sauber drin sitzen, genau so. Und dann habe ich einen Schutz, der auf der Pumpe aufsitzt und dann ist das Ganze schon mal sicher. Kontrolliert wird das Ganze hier über unseren üblichen Controller, den wir kennen, also sprich, jetzt mal ganz dumm gesagt, die analoge Variante. Ich habe die Möglichkeit hier meine Einstellungen am Controller selber zu machen. Kommen wir auch nochmal separat zu. Dann haben wir noch dabei, um alles gezeigt zu haben, unsere Halterung hier, die natürlich sehr mächtig ist und auch sehr mächtig wirkt. Von oben reinklicken. So. Und dann habe ich die Möglichkeit, mit dieser Halterung die Pumpe so einzustellen, wie ich sie gerne hätte. Und wenn ich da jetzt nicht dran, so dran rumgedrückt hätte, dann würde das Ding da vorne auch halten. Mit die Footfinger. Ja, man stellt es einmal ein, eindrücken und dann bleibt das dann dementsprechend so. Aber ich habe halt die Möglichkeit, tatsächlich die Pumpe so in dieser Halterung hier zu verstellen, wie ich das gerne hätte. So, jetzt kommt der übliche Warnhinweis von mir. Ich drücke die mal eben hier wieder raus. Ja, komm raus. So. Der übliche Warnhinweis, und ihr seht, hier ist, das sind die Magneten. Das ist tatsächlich die größere Variante. Und diese Magneten sind definitiv gefährlich. Ja, hier ist extra Pappe dazwischen, damit da ein Abstand ist. Und ihr merkt, die knallen jetzt schon kräftig da drauf. Wenn ich die ohne die Pappe zusammenpacken würde, würde ich die wahrscheinlich nur mit viel Umständen tatsächlich da rausbekommen. So, an dem Innenmagneten hier sitzt
Dann dementsprechend die Klammer. Die Klammer ist nochmal zusätzlich gefedert. Das kennen wir von Tunse ja. Da sind ja hier im Endeffekt diese Gummipuffer, die dafür sorgen, dass keine Vibration übertragen wird. Glasstärke müsste ich jetzt mal schauen. Haben wir es da irgendwo stehen? Nein, blende ich euch mit ein. Doch, bis 15 mm Glasstärke. Das heißt also, ich habe hier 15 mm Acryl. Das würde also hiermit noch funktionieren, wenn ich die Pumpen fest montieren würde. Tue ich aber nicht. Weil da hinten seht ihr auch schon, da ist dementsprechend die Halterung Ocean Motion dran. Das heißt, die Magneten habe ich erstmal auf Reserve liegen. Und wie wir alle wissen, Tunze-Magneten sind beliebt. Ich setze sie auch für andere Sachen ein, weil ich tatsächlich die Halterung und die Magnete an sich nicht brauche, weil ich da hinten mit der Ocean Motion arbeite. So, ich habe da mal was vorbereitet. ich habe jetzt schon mal hier die Halterung für die Ocean Motion dran gemacht. Wie gesagt, wir haben hier noch ein Klebepad. Dieses Klebepad kann eingesetzt werden, um die Halterung für den Controller irgendwo aufzukleben. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier zwei Schräubchen reinzusetzen und den festzuschrauben. Apropos Schrauben, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu, weil da muss ich nochmal gleich dran. Was ich nicht gesagt habe eben, wir haben hier tatsächlich ein etwas dickeres Material an Kabel im Vergleich. Und ja, ich halte es mal hier nebeneinander. Ihr seht, das Kabel ist etwas dicker. Das ist tatsächlich besonders aquarienresistent oder beziehungsweise seewasserresistentes Kabel. In einer Länge blende ich euch nochmal mit unten ein. Was wir direkt schon hier drauf haben, ist der Kabelschutz, den ich tatsächlich weiter nach vorne schieben muss, weil ich den auch brauche. Der ist schon fertig drauf verbaut. Bei den kleineren Pumpen müssen wir ihn halt noch drum wickeln. Hier ist er tatsächlich schon drauf. Vielen lieben Dank, Tunze. Und ja, habe ich sonst noch was vergessen? Tue ich ja grundsätzlich. Ach ja, Netzteil. Tunze hat jetzt neue Netzteile, die einmal mit zwei Aufsätzen, ich glaube, das eine ist UK und das andere ist Deutschland, dementsprechend hier verbaut werden. Das wird einfach nur hier vorne eingeklickt. Und dann ist das Ganze einsatzbereit. Wenn wir schon mal die Schutzfolie hier abmachen, hier unten ist eine kleine Kontrolllampe, damit wir auch sehen, dass da Strom drauf ist. Die Pumpen haben, oder diese Pumpe hat einen Trockenlaufschutz. Das heißt, ich könnte jetzt hier Strom draufsetzen, aber sie würde nicht anlaufen. Um den Motor zu schonen, um den Läufer zu schonen, grundsätzlich läuft diese Pumpe nur im Wasser an. So, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ich muss tatsächlich hier noch eine Kleinigkeit aufschrauben. Und das ist auch tatsächlich von Tunse so vorgesehen. Dieser Controller ist ja relativ, ich sag mal, groß. So. Und ich habe tatsächlich hier unten, das mache ich mal auf. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Einmal Licht. Licht ist aus. Da. Hier oben sitzen meine beiden Tunse-Controller für die beiden Pumpen. Und hier oben ist ein kleines Loch. Dieser Durchmesser. Da passt der Controller nicht durch. So, jetzt ist es von Tunse so vorgesehen, dass ich den Controller aufschrauben kann. Dafür mache ich jetzt erstmal hier das Kabel ein bisschen frei. Und kann im Prinzip den Stecker, also sprich die Verbindung hier, lösen, das Kabel verlegen, anschließend wieder zusammenstecken und zusammenschrauben. Dafür brauche ich einen Schraubendreher mit einem kleinen Kreuz Aufsatz hier oben. Also der ist wirklich winzig. Für diese wirklich winzigen Schrauben blende ich euch auch nochmal separat mit ein. Und wir haben hier auf der Rückseite, da und da, haben wir die beiden Schrauben, die wir lösen müssen. So, jetzt gehen wir als allererstes hin, nehmen diese Schutzkappe ab und die drei Knöpfe hier gerade nach hinten rausziehen. So. Damit die nicht abbrechen. Schön vorsichtig. Nicht hin und her drücken. Es geht tatsächlich ja etwas schwieriger. Das ist der Vorführeffekt. Genau.
Das ging gestern bei dem anderen einfacher. Och Mensch. Seid vorsichtig. Ihr könnt natürlich auch eine Zange zur Hilfe nehmen. Ihr müsst aber darauf achten, dass ihr das gerade rauszieht. Also nicht verkanten oder sonst ähnliches. Sonst brechen nämlich diese super kleinen Pinückelchen hier unten ab. Und dann lässt sich das von außen extern nicht mehr steuern. Dann ist nämlich das Ganze defekt. So, jetzt machen wir die Schrauben aus. Und die sind wirklich auch klein. Und mein Hundi will gerade rein. Das geht gerade nicht, weil ich hier am Schrauben bin. So. Ich lasse mal eben den Wischmopp rein. Na los, komm. Ja, Ball bleibt draußen. So. Beiden Schrauben gelöst. Kappe ab. Die drei Knöpfe rausgenommen und jetzt kann ich das Ganze vorsichtig öffnen und habe jetzt hier alles in der Hand. Hier ist eine kleine Öffnung bzw. ein kleiner Sicherungshebel. Den drücke ich ein, ziehe das ein kleines Stückchen nach hinten und dann habe ich den in der Hand. Das heißt, ich kann dieses Kabel mit diesem Durchmesser dann dementsprechend jetzt bei mir verlegen und sobald das Ganze verlegt ist, bringe ich das Ganze wieder zusammen. Und schraub wieder zusammen und dann ist das Ganze gut. Ja, habe ich jetzt noch was vergessen? Wahrscheinlich habe ich irgendwelche technischen Daten noch nicht erwähnt. Ich muss mal eben schauen. Also, ach ja, wir haben 5 Jahre Garantie. Genau, habe ich eben gesagt. Kleine Sicherheitsspannung läuft ja auf 12 Volt, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben eine Blockier- und Trockenlaufsicherung. Das heißt, wenn ich da mit dem Finger reingehe, läuft die Pumpe sofort nicht mehr. Propellertechnologie habe ich gesehen. Die Klemmen, super silent, also sprich Schwingungsreduzierung durch diese Gummipuffer. Magnethalter haben wir. Extrem effizient, habe ich gesagt. Das halt weniger wie 1 Watt. Ist das gut? Hund. Ich spiele gerade mit ihrem Ball. Ich muss das mal eben unterbinden. Ja, die lieben Haustiere. Die darf gleich weiterspielen, sobald ich hier fertig bin. Aber das ewige Quietschen hier wäre jetzt nicht ganz so toll. Ja, hocheffizient, also weniger wie 1 Watt für 1000 Liter Strömungsleistung. 3D-Einstellbar über den entsprechenden... über die entsprechende Halterung. Extrem leise, muss ich sagen. Ist definitiv der Fall. Ich habe die gestern angeschaltet und bei den kleineren Pumpen, wenn man die sauber gemacht hat, dann hat man schon mal gedacht, ja, jetzt dauert das wieder. Nein, tatsächlich bei der, die läuft jetzt auf, glaube ich, 60% oder 70% und sie ist in meinem Gesamtbild jetzt hier auch nicht hörbar. Und wir haben noch im Endeffekt ein zweites Gehäuse dazugekriegt, um ich sag jetzt mal, uns auswählen zu können, wollen wir einen etwas härteren, gerichteten Wasserstrahl haben oder wollen wir White Flow haben. So, das müsste eigentlich alles sein, was ja, dementsprechend würde ich sagen, baue ich jetzt hier erstmal die Pumpe ein und der Einbau, den lasse ich jetzt mal außen vor, den brauche ich euch nicht zeigen. Endergebnis zeige ich euch und dann reden wir nochmal ein bisschen über die Pumpe, was ich damit machen kann. Willkommen im Chaos. So, Pumpe ist verbaut, Pumpe läuft, so wie sie soll. Und Controller ist hier. Es sind im Prinzip sind es die gleichen Controller. Ich hätte auch den anderen Controller drin lassen können, tatsächlich. Und ja, kommen wir nochmal zum Zusammenbau. Weil da gibt es auch noch eine Kleinigkeit zu beachten, die ihr auch definitiv beachten solltet. Beziehungsweise zwei Sachen. Ich mache hier mal das Kabel ein bisschen länger, damit ich euch das vernünftig zeigen kann. Also hier ist die alte Pumpe drin. So, einsetzen, ganz einfache Sache. Den Sicherungsclip nach oben. Das Ganze einsetzen und reinschieben, bis es Klick macht. Klack. So, das war's. So, dann hier hinten diese Sicherung hinter den
hinter die Aufnahme setzen und dann setzt ihr das Gehäuse wieder auf. So, dann haben wir das hier schon mal dicht und dann können wir die beiden Schräubchen wieder reinpacken. Damit die schon wieder zu sind. Und dann kommen wir zu der Kleinigkeit, die auch sehr wichtig ist. Position der entsprechenden Drehknöpfe. Da müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr die richtig einsetzt. Beziehungsweise ich zeige euch, wie ihr herausfinden könnt, dass sie richtig sind. So, und wie gesagt, vorsichtig beim Ein- und Aussetzen. Wir haben da drin, da mache ich euch noch ein separates Bild von, können wir schon mal gucken, wie wir sie ungefähr einsetzen müssen. So, jetzt wäre es im Vorfeld von mir sinnvoll gewesen, die auf eine Position entweder auf Maximum oder auf Minimum zu stellen. Dann wüsste man nämlich, wie diese kleinen Pinnickel hier, also sprich die Anzeige, tatsächlich einzurasten ist. Wer es nicht weiß, dem zeige ich jetzt, wie wir das rausfinden. Ich nehme mal den unteren, der ist am einfachsten. Einsetzen, in die entsprechende Richtung drehen und wenn wir mit dem Zeiger tatsächlich auf Anschlag sind, dann ist das gut. Sollte das aber genau umgekehrt sein, dass wir irgendwo in der Mitte der Skala sind, müssen wir den nochmal herausnehmen, auf die entsprechende Position einsetzen, fertig. So, das gleiche mache ich jetzt mit allen anderen auch. Einsetzen, verdrehen. Der ist zum Beispiel falsch. Den konnte ich jetzt unten rumdrehen. Das heißt, ich habe den jetzt so weit bis zum Anschlag gedreht, dass er eigentlich hier hinten auf Maximum stehen müsste. So, den setze ich jetzt auf Maximum da hinten ein. Zack. Und last but not least müsste das hier, genau, auch falsch sein. Auf Maximum drehen. So, und jetzt ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Da muss ich mir jetzt einen neuen Knopf bestellen. Da unten ist eine Aufnahme abgebrochen und das funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, da kann ich jetzt reinstecken, wie ich will. Diese Aufnahme ist jetzt defekt. Also dementsprechend immer sauber nach oben raus. Die muss ich jetzt tatsächlich ersetzen, aber das ist das kleinere Problem. Ich habe noch 1:2 in Reserve aus älteren Pumpen, die ich definitiv nicht mehr einsetze. Also, das dazu. Ja, Leute, jetzt habt ihr jetzt mal alles miterlebt, was so passieren kann. Ich versuche gerade diesen kleinen süßen Knopf da zu kleben, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Gehe ich mal von aus. Wie gesagt, ich habe da noch Reserve, ich hatte welche bestellt gehabt. In diesem Sinne ist das also auch kein Beinbruch. Also da sollte man, so oft baut man die Controller ja nicht auseinander. Bei mir dann ja leider schon, weil ich ja dementsprechend hier ein wenig mehr mal ein- und mal ausbaue. Also ja, alles in allem, nehmen wir uns nochmal das Kartönchen schön hier so, ist die neue, ist richtig rum? Ja. Nein, natürlich nicht. So, ist die neue Stream 6105 natürlich echt, ja, in Sachen Stromersparnis echt ein Hammer. Wenn man jetzt mal sieht, ich habe da unten ja eine USV dran, die blende ich euch mal eben mit ein. Da hängen meine beiden Pumpen ja dran. Das heißt, wenn hier alles ausfällt, habe ich da unten meine USV, also eine normale handelsübliche USV, wo die dann dementsprechend dranhängt. Und wenn man bisher davon ausgeht, dass ich jetzt, sage ich mal, 18 bis 20 Watt pro Pumpe hatte, circa, ungefähr, dann kommen wir auf 40 Watt. Das ist auch nicht wirklich viel. Aber mit den beiden Pumpen hier hält meine USV da unten doppelt so lange. Das heißt, ich kann doppelt so lange beströmen und habe eine doppelt so langere Ausfallsicherung. So, jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, auch von Tunze, dass ich einen Batterie-Backup da dranhänge. Da muss ich aber hier und da ein kleines bisschen basteln. Das ist nicht so wirklich mein Ding. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwann auch nochmal euch zeige, wie das geht. Fakt ist, weniger Strom bei gleicher oder stärkerer Leistung, definitiv. Ihr seht jetzt da hinten ist die zweite Pumpe auch am Arbeiten. Alles schön verbaut. Das Strömungsbild für die Euphilien ist schön weich, weil ich halt den White Flow genommen habe. Und ja, alles andere ist übliche Tunze-Technik, Tunze-Qualität, die Magnete,
Kabel haben sie jetzt extra ein neueres Hightech-Kabel genommen. So steht es hier drauf, für anspruchsvolle Aquaristik, also anspruchsvoll in der Hinsicht, dass wir das Ganze dann halt im Seewasser, im Meerwasser vernünftig einsetzen können, ohne dass irgendwas passiert. Kabelbrüche etc., was sonst. Was damals irgendwann mal der Fall war, wo die Technologie halt noch nicht weiter war. Und alles in allem, ja, diese schöne Pumpe ist natürlich auch nicht ganz so günstig, aber im Endeffekt muss ich sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was man bekommt und das, was man auf den Tisch legen muss, ich glaube, die liegt bei 280, 290 Euro ungefähr, ist das natürlich schon eine Hausnummer, ja, richtig. Es ist auch ein Riesenklopper, muss man auch dazu sagen. Es ist halt nichts für irgendwelche Nano-Aquarien. Das ist also schon, sag mal, so ab drei, mein Gefühl, so ab 300 Liter aufwärts ist meine Empfehlung. Wenn ich dieses Monster jetzt natürlich in 200 Liter Becken reinpacke, dann wird wahrscheinlich nur eine reichen. Aber zwei Stück in so einem großen Becken, also würde ich nicht machen. Ja, das Ganze jetzt hier natürlich noch mit den Ocean Motion in Verbindung ist natürlich eine ganz, ganz feine Sache. Die laufen gegeneinander, machen einmal die Strömung links rum, machen einmal die Strömung rechts rum. Das könnte ich rein theoretisch mit den Pumpen und dann anschließend auch hier mit dem Smart Controller 7000 alles selber simulieren, je nachdem, was ich an Strömungen bzw. an Pumpen habe. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Strömungspumpen auf den Kopf setzen würde, bei einem Becken, zum Beispiel bei einem Raumteiler, dann könnt ihr die eine Strömungspumpe dann mal auf der einen Seite drücken. Das kann ich programmieren. Und dann kann die andere Strömungspumpe auf der anderen Seite drücken. So kriege ich eine rechtsgedrehte und eine linksgedrehte Strömung im Becken, um somit dann ja Sachen halt zu simulieren, beziehungsweise Ebbe-Flutströmung und sowas. Ist alles möglich damit über diesen Smart Controller. Und wir werden sehen, was die Pumpen leisten. Aber Fakt ist, was auch, glaube ich, draufsteht oder auch im Netz, sie ist definitiv deutlich leiser als alles, was ich bisher jetzt hier neu eingesetzt habe. Also sie laufen jetzt gerade hier auf 50% und 60% circa und es ist tatsächlich von diesen Pumpen nichts zu hören. Ja, wir haben ein gewisses Grundrauschen hier drin, das ist einmal sowieso Abschäumer etc. pp., jetzt weil alles offen ist. Aber die entsprechende Akustik hier, ohne dass ich da jetzt hinten Ventilator noch anmache, ist angemacht und ich höre nichts. Und das ist definitiv schon mal ein sehr, sehr großer Fortschritt. Das hat auch so ein kleines bisschen mit der Propellertechnologie zu tun und. Weiterentwicklung des Motorblocks, des entsprechenden Ankers unten am Motor, wo der Propeller drin sitzt und. Also da hat sich Tunze definitiv mal richtig ins Zeug gelegt und da muss ich auch sagen, das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den, ja, wenn man jetzt andere Pumpen direkt miteinander vergleicht. Wenn ich jetzt meine älteren Pumpen hier sauber machen würde, wieder reinhänge auf die entsprechende Leistungsstelle, die würde ich natürlich erstmal ein paar Tage hören. Kennen wir so. Das ist eigentlich allgemein bekannt. Aber hier bei dieser Pumpe einstecken, ausrichten, wohlfühlen. Wie gesagt, eine Stunde auf anderthalb habe ich meine gestern Abend mal kurz gehört, weil ich die kurzzeitig auch tatsächlich auf Volllast laufen hatte. Aber selbst wenn ich die jetzt hochdrehe, nichts zu hören. Also, wollen wir mal ein kleines Resümee ziehen. Fakt ist, das, was Tunse sich hier geleistet hat, sage ich jetzt mal, herausgebracht hat, ist definitiv ein dicker Daumen wert von mir. Wie gesagt, ich habe den direkten Vergleich zwischen den anderen Pumpen. Es ist keine Pumpe, die man, die kann man halt von 200 bis 2000 Liter einsetzen. Ja, richtig. Aber man muss auch optisch dieses Gerät irgendwo verstecken können. Das muss man bedenken. Sie schafft bis zu 2 Meter zu überbrücken. Meiner Meinung nach wahrscheinlich nur mit dem anderen Aufsatz, also sprich mit dem zweiten Korb, der hier vorne drauf ist, den wir so von der Machart kennen. Sollte kein Thema sein.
wir haben die Möglichkeit, ist jetzt bei beiden Pumpen verbaut, diese Schutzgitter vorne drauf zu setzen. Und ja, Magnete bis 15 mm Glasstärke. So, 15 mm sind in den Kopfbereichen eigentlich kein Thema, auch nicht bei großen Becken, bei großen Poolbecken. Die Frontscheiben sind meistens etwas dicker. Ich glaube, Retzi hatte bei den Frontscheiben bei dem 625er 19 mm und an den Seitenteilen 15. Das heißt, an den Seiten könnte man ohne Probleme das Ganze machen, montieren. Ja, steuerbar analog und über den Smart Controller 7000. Smart Controller 7000 in weiteren in dieser Serie kommt, das, da werden wir noch drauf eingehen. Wahrscheinlich zweite oder dritte Video. Ja, und alles in allem machen die erstmal ein entsprechendes Bild. Man muss natürlich sagen, das sind große Pumpen. Ich muss leider nochmal drauf eingehen, weil es auch wirklich so ist. Man muss den Platz dafür haben und man muss es auch optisch, ich sag's mal, wollen. Viele sagen, nee, ich will nach Möglichkeit versteckte Pumpen haben, ich will die nicht so weit drin haben. Dann müsst ihr euch natürlich dementsprechend nach anderen Lösungen umschauen. Dann ist das hier definitiv nicht so für euch. Aber für meine Variante, für mein Empfinden, so wie ich das jetzt definitiv auch bisher immer praktiziert habe hier, finde ich, die Pumpen gehen von der Größe her noch, das, also größer dürften sie nicht werden. Und was das Strömungsbild anläuft, also wir haben es jetzt tatsächlich so, wir haben hier vorne, die Pumpe drückt jetzt einmal schräg hier vorne gegen die Wand, die mehr oder weniger dagegen. Und hier im Bereich treffen die sich, sieht man hier an der Katafylia, die wird ein kleines bisschen jetzt gerade nach hinten gedrückt. Wenn die beiden sich in der Mitte treffen, dann haben wir hier diesen mittleren Bereich sehr gut beströmt. Also das ist eine Sache, die funktioniert sehr, sehr gut mit diesen Pumpen und auch gleichzeitig mit den Ocean Motion. Ich bin absoluter Fan von den Dingern. Und ja, wie man sieht, größere Pumpen für die Ocean Motion auch kein Problem. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch diese Pumpe ein bisschen näher bringen. Und wir sehen uns im nächsten Video, was da gehen wird, entweder über den Osmolator 3 oder über den Aquavind, der bei mir da oben schon montiert ist, blende ich euch mal ein. Der ist dafür zuständig, damit ich da unten drunter Luft drunter kriege, weil bisher hatte ich tatsächlich nur hier diese wirklich unschöne DIY-Lösung. Also das ist wirklich hässlich gewesen, hat funktioniert, aber es ist hässlich. Und der Aquavind lässt sich dann tatsächlich über den Controller zusätzlich dann auch noch steuern. Also da haben wir mehrere Möglichkeiten, die uns der Controller bietet. Und was das alles dann kann, werden wir dann sehen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, euer Viper. Bleibt mir treu. Däumchen nicht vergessen. Jetzt reicht's aber. Ciao.